Die sogenannten Stoke-Mandeville Games, sie fanden in England statt. 1960 folgten dann die ersten Sommerparalympics in Rom. 1976 die ersten Winterparalympics im schwedischen Örnsköldsvik. An paralympischen Wettbewerben dürfen nur Athleten teilnehmen, die mindestens eine der folgenden Beeinträchtigungen dauerhaft aufweisen: Beeinträchtigung der Muskelkraft, Beeinträchtigung der Sehfähigkeit, Beeinträchtigung der passiven Beweglichkeit, Amputation oder Fehlbildung von Gliedmaßen, unterschiedliche Beinlängen, Kleinwuchs, Muskelhypertonie, Spastik, Krampf und Rigor, Steifheit, Ataxie-Störungen der Bewegungskoordination, Athetose, unwillkürliche, langsame Bewegungen der Arme oder Beine. Die Sportler werden in unterschiedliche Kategorien eingeteilt, die international anerkannt sind. Im Ski-Alpin, Skilanglauf und Biathlon bestehen folgende Klassifizierungen: stehend LW 1 bis 9, sitzend LW 10 bis 12, sehbehindert B1, B2 und B3. Um die Zahl der Entscheidungen zu reduzieren, wurde das Prozentsystem eingeführt. Die Laufzeit eines jeden Sportlers wird entsprechend seiner Behinderung mit einer Prozentzahl multipliziert, wodurch sich die Endzeit ergibt, je stärker die Behinderung stehenden und sitzenden Sportlern ausgeübt. Seit 1988 gehört Biathlon zum paralympischen Programm, geschossen wird, anders als beim olympischen Biathlon, ausschließlich liegend. Das Gewehr bleibt am Schießstand und wird nicht mit auf die Laufstrecke genommen. Sehbehinderte Athleten laufen mit einem Begleitläufer, der ihnen in der Loipe hilft. Am Schießstand benutzen sie Lasergewehre und können sich mittels eines Kopfhörers, der über einen Ton die Nähe zur Scheibenmitte angibt, sehbehinderte Läufer mit einem Begleitläufer. Die kürzeste Strecke ist der Sprint über einen Kilometer, die längste Strecke bei den Männern geht über 20 Kilometer, an deren einem Ende Spikes und am anderen Ende die Kellen angebracht sind. Teilnehmen können alle Athleten, die aufgrund ihrer Behinderung kein Fußgänger-Eishockey spielen können. Rollstuhl-Curling, beim Schach auf Eis bilden 4 Spieler ein Mixed-Curling-Team. Alle sitzen im Rollstuhl, mindestens einer der Athleten muss Tetraplegiker sein, also eine Querschnittslähmung haben. Super-G, Superkombination, etwa Amputationen, Spastiken oder steife Gelenke. Mit 20 Athleten ist der Deutsche Behindertensportverband DBS nach Pyeongchang gereist, ist 6-malige Olympiasiegerin, 4-mal Gold gewann sie bei den Sommerspielen mit dem Handbike. Zudem ist die Magdeburg-Erin im Radsport, Biathlon und Langlauf 20-malige Weltmeisterin. Als Vorbild im Alter vorne weggehen zu können, ist toll, davon 9 Goldmedaillen gewonnen. Wir fahren dahin, um zu gewinnen, sagt DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher. Wir haben viele Weltcupsieger, Weltmeister und Olympiasieger, da ist man automatisch in der Favoritenrolle. Für Gold gibt es wie in Sochi 2014 und Rio 2016 €200.000. Insgesamt sind 24 Nordkoreaner in Südkorea, davon allerdings nur 2 Sportler, die im Ski-Nordisch antreten werden. Kim Jong-hyun und Ma Yu-kul werden von 4 Begleitläufern, 31 besonders überprüfte Sportler dürfen als neutrale paralympische Athleten NPA aber an den Start gehen, 10 alpine Skiläufer, 13 Langläufer. Steht Lisowa unter Manipulationsverdacht. Manuela Schmermund: Ich fühle ein unsägliches Gemisch von Wut, Trauer, Betroffenheit, Scham und Ohnmacht, ja. Und ich kann mit ihnen mithalten. Was müssten das dann für Mittel sein, die sie nehmen?
Eine Nennung Russlands wie bei Olympia, olympische Athleten aus Russland, gibt es bei den Paralympics nicht. Auch keine russische Flagge oder Hymne, die Athleten tragen neutrale Kleidung. Der deutsche Ex-Skirennfahrer Gerd Schönfelder ist eine Legende, 22 Medaillen gewann der Bayer in seiner Karriere. Davon 16 in Gold. Dazu zweimal Silber und einmal Bronze. Die heute 62-jährige Hessin sorgte 2006 in Turin für eine absolute Überraschung. Indem mehr Sitze zur Verfügung gestellt werden, Quelle ntvde.